Willkommen zurück auf meinen Kanal. Heute gibt es für euch wieder ein Update von meiner nicht mehr 10 in 10 Challenge, sondern 5 in 5. Wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt einfach dran. So, da kümmern wir uns erstmal um die alten Produkte. Da habe ich ja einmal den Concealer von Manhattan. Den habe ich 4-mal benutzt, also noch nicht ganz 5-mal, aber ja, der hat 21 Gramm, also da habe ich, 20 Gramm, da habe ich nichts aufgebraucht, laut der Waage. Ja, den werde ich jetzt aber morgen nochmal benutzen und dann wird er ausgewechselt. Dann habe ich einmal das Fixing Spray, das hatte ja 35 Gramm. Das ist jetzt leer und wiegt dann noch 14 Gramm. Also das habe ich sogar leer gemacht. Ja, war okay, brauche ich aber nicht mehr. Dann haben wir den Rivalos Me Kajalstift, den schwarzen. Der ist sehr schön cremig und ja, den werde ich auch weiterhin benutzen. Das ist der Füllstand noch. Ich denke, gewichtstechnisch wird sich da nichts verändert haben. Der war bei 5 Gramm und ist immer noch bei 5 Gramm, ja, wie ich sage. Der bleibt aber auf jeden Fall in meiner Sammlung. Dann haben wir hier den Augenbrauenstift von NYX. Da haben wir einmal diese Seite. Da ist halt wirklich nicht mehr so viel drin. Laut Waage ist da bestimmt nichts aufgebraucht. Ne. Aber der bleibt auch bei mir. Den finde ich eigentlich ganz gut. Dann hatte ich ja gleich von Anfang an den Kiko Eyeshadow im 5 in 5. Und ich habe tatsächlich festgestellt, dass ich den für den Alltag eigentlich ganz praktisch finde. Ja. Da vermischen sich ja die Farben dann irgendwann so ein bisschen, aber er ist nicht so dramatisch. Ich glaube vom Aufbrauchen. Oh doch, 1 Gramm. Nee, doch nicht. Nein, meine Waage hat sich das anders überlegt. Vielleicht. Sie weiß es noch nicht. Sie schwankt immer zwischen 18 und 17 Gramm. Ja. Aber der wird auf jeden Fall auch bei mir bleiben. Den fand ich auch nicht verkehrt. So. Und dann kommen wir zu den neuen, die ich ausgelost hatte. Und zwar habe ich da einmal hier die Lidschattenpalette ausgelost von Maxime Jacquemot und Catrice. Diese Palette. Ja, die werde ich jetzt 5-mal benutzen. Einmal habe ich sie schon benutzt, die habe ich nämlich gerade drauf. Die liegt bei 162 Gramm. Dann haben wir einmal von Rival de Loop eine Eyeshadow Base. Ja, die wiegt 22 Gramm. Die werde ich jetzt auch 5-mal benutzen. Dann habe ich von Love und Letizia Lehmann diese Palette hier. Die sieht so aus. Die werde ich auch 5-mal benutzen. Dann habe ich von Trended Up ein Liquid Eyeshadow. Das ist diese Farbe. Die werde ich auch 5-mal benutzen jetzt. Und die wiegt 31 Gramm. Die Letizia übrigens 130. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das gesagt habe gerade. Und dann habe ich noch das Mario Badescu Fixing Spray. Das ist bei 141 Gramm. Und ja, da werde ich aber einen Strich jetzt einzeichnen. Und genau, diese Produkte werde ich jetzt 5 Tage lang benutzen. Und wenn das soweit ist, dann melde ich mich mit dem nächsten Update zurück. Ja, ihr Lieben, das war schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Folgt mir auch gerne auf meinen Social-Media-Kanälen, damit ihr auch keine weiteren Videos mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.